Also ich bin Lydia Schade, ich bin Künstlerin, ich male Bilder, habe mit Kindern insofern zu tun, dass ich zwei eigene habe und mit Kindern schon Kinderkurse, Malen, Kreativität und sowas in der Art gemacht habe. Ich habe für meinen Sohn einen Coach gesucht, weil der große Probleme in der Schule hat, also Blockaden, Prüfungsangst etc. Und ich gedacht habe, es muss so zwischen Förderschule und Nachhilfe und diesen ganzen anderen Angeboten noch irgendwas geben, was mich mehr anspricht. Und bin darüber zum IPE gekommen, habe dann in unserer Region leider keinen Coach gefunden und habe dann gedacht, ich mache es selbst. Ich finde alle Methoden absolut klasse. Ich bin total überrascht, was es mit mir gemacht hat. Ich glaube, so am wirkungsvollsten bei mir selber fand ich die Glaubenssatzarbeit und die Aufstellung. Aufstellung fand ich sehr überraschend, das Ergebnis. Man lernt unheimlich viel über sich selber. Oder ich habe viel gelernt über mich und habe mich schon sehr verändert in der Zeit. Ich merke also, dass das jetzt auch in den 5 Wochen, die wir jetzt Pause hatten, ganz doll nachwirkt. Ich bin selber immer überrascht, dass ich ganz anders reagiere unter Umständen als vorher. Also ich habe eine große persönliche Entwicklung durchgemacht. Ganz, ganz wunderbar. Also erstmal Daniel mit seiner witzigen Art, die Sachen rüberzubringen. Man ist die ganze Zeit 100% dabei. Also ich erwische mich nie dabei, dass ich so gedanklich abschweife und aus dem Fenster schaue oder so. Das funktioniert gar nicht. Man ist immer 100% konzentriert auf das, was er sagt. Die Leute hier total nett alle. Wir sind auch jetzt schön im zweiten Block dieses Wiedersehen mit allen. Es war so wie große Familie und als ob wir uns schon ganz viele Jahre kennen würden, weil wir natürlich viel miteinander gearbeitet haben und uns da auf eine sehr persönliche Ebene begeben haben. Was ich unwahrscheinlich schön finde, dass man merkt, dass er so für dieses Thema brennt und dass es ihm gelingt, also diesen Funken zu entzünden. Also ich, aber wie gesagt, habe ich jetzt die Ausbildung gemacht, hauptsächlich erstmal für meinen Sohn, um zu gucken, wie ich ihm helfen kann. Also diese Idee, selber als Kinder-Jugendcoach zu arbeiten, die hatte ich vorher nie wirklich, weil ich bin gern Künstlerin und ich mache den Job wirklich gerne. Und schon im ersten Block, so nach 2-3 Tagen, wusste ich, ich muss das machen. Also ich muss die Zeit finden, um Kinder zu coachen. Also ich finde das so fantastisch, wie er uns ansteckt damit. Also mit seiner Energie und mit dem, wie wichtig ihm das ist. Es ist so sinnvoll und so einfach und man wünscht sich doch, ja, es weiterzugeben und es so viel wie möglich zugänglich zu machen.